Moin Moin Freunde, willkommen zum zweiten Teil von Green Hell. Ich will nicht lang schnacken. Nochmal ganz kurz, kleiner Reminder für die, die vielleicht länger nicht mehr geguckt haben. Wir sind hier auf einer Forschungsmission. Es geht wohl um einen Ureinwohnerstamm, den wir wohl untersuchen. Wir sind der Protagonist, den wir spielen, der hat wohl ein Buch geschrieben. Und die waren wohl vor 3 Jahren immer noch hier und aufgrund seiner Buchveröffentlichung beschäftigt sich jetzt die moderne Welt. Viele Forschungsteam bzw. die Ureinwohner machen jetzt sehr, sehr viel Kontakt mit den, ja, wie gesagt, mit der modernen Welt. Ne? Viele Forscher sind da am Start und sowas. Und da scheint wohl irgendwas schiefgelaufen zu sein. Zumindest hat, so wie es aussieht, haben jetzt die beiden hier. Für mich hört sich so an, als wenn sie starke Schuldgefühle haben und das wollen jetzt wohl irgendwie wieder in Ordnung bringen und deswegen scheinen sie wohl hier wieder den Ort zu besuchen und wieder Kontakt mit den Ureinwohnern aufzunehmen. Sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet und wir haben jetzt die erste Nacht hier im Zelt verbracht, so wie es aussieht. Es regnet wohl immer noch, Morgendämmerung, oder? Ja, und ich würde sagen, wir gehen raus. Guck mal, was hier so abgeht. So, wir sollen das Zelt durchsuchen. Aufnehmen unsere Aufgabe. Dann suchen wir mal das Zelt. Dann nehmen wir alles. Hier ist schönes, leckeres Essen. Schöner Ventilator. Man kennt ihn. Welche. Nehmen wir an, das sind Benzinkanister, die wir hier haben. Geschirr. Irgendwelche Bürounterlagen. Alles klar. Was haben wir denn hier? Thunfisch essen die. Thunfisch und Cocktail Sausage. Also Cocktailwürstchen. Okay. Das ist ein Fisch. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Notiz. Lesen wir mal, was haben wir denn hier? I'm at the village. Call me with radio when you wake up. PS, there's a little gift for you. In Liebe mir. Alles klar. Wir haben ein kleines Geschenk von uns da gelassen und ist anscheinend schon alleine ins Dorf gegangen. Wir erinnern uns nämlich. Unsere Freundin wollte alleine ins Dorf gehen, um mit den Ureinwohnern zu reden, weil wohl die Ureinwohner uns nicht mögen. Und sie will da irgendwas wieder in Ordnung bringen und wir sind da so, machen uns natürlich Sorgen und sowas, ne, und wollen sie eigentlich nicht gehen lassen und so, weil wir einfach Angst haben, dass da irgendwas passiert, ne. Und anscheinend scheint sie jetzt wohl einfach losgegangen zu sein und verdammt. So, was haben wir denn jetzt hier? Also jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine coole Uhr anscheinend. Das müssen wir erstmal unsere Freundin anfunken. Hier mal. Hello? Mia? Hey, Sleepyhead. Finally up? Na klar. Du bist schon aufgebrochen. Wir machen uns natürlich Sorgen und fragen, wo bist du? Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know. Totem. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? What's that? Well, I didn't. Ach, deswegen haben wir auch ein Geschenk bekommen. Das war wahrscheinlich auch diese Aktion mit dem Boot da, wo sie meinte so, ey, guck mal hier, bla 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 und sowas. Ey, ich muss irgendwie noch was Geheimes holen aus dem Boot und so. Das war bestimmt die Uhr dann, schätze ich mal. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. So, alte F gedrückt, um auf deine Smartwatch zu schauen und deine Grundbedürfnisse überprüfen. Machen wir mal. Das ist das angesprochene System, was ich meinte. Wir haben oben rechts, das sind, glaube ich, Kohlenhydrate. Das rote sind, glaube ich, Fette. Und das grüne sind die Proteine. Oder sind das grüne die Fette? Vielleicht ist es auch umgekehrt, weiß ich nicht. Vielleicht sind das Rote auch die Proteine. Oder Eiweiße. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, dass Tropfen Fett sind, oder? Ist ja auch egal, auf jeden Fall brauchen wir diese 3 verschiedenen Energiequellen und Wasser natürlich.
Und ja, das finde ich schon mal sehr interessant. So, dann müssen wir jetzt mal weiter das Feld durchs. Oh, wir haben hier neue Notizen. Was haben wir denn hier? Schädelkrieger. Gestern sind am Ufer seltsame, bemalte Krieger aufgetaucht, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde, die Yappahuka, scheinen nicht über sie reden zu wollen. Okay. Schädelkrieger. Okay. Also ich will euch nicht spoilern. Ich weiß, was das für welche sind. Die habe ich schon beim Game gesehen, wo wir mit Hanse gespielt haben. Einfach, weil es gibt ja auch einen normalen Survival-Modus ohne Story-Modus. Und ja. Ach, guck mal, hier ist, glaube ich, so eine Ureinwohnermaske. Gucken wir mal, ob wir hier noch mal interessante Notizen finden, ne? Finde ich immer sehr interessant. Hier lernt man auch ein bisschen was im Spiel. Ach, das sind noch mal diese Ureinwohner. Vielleicht moderne Raum der Welt. Ne, bisschen. Gut, das haben wir gestern uns schon angeguckt gehabt. Was haben wir denn hier? Das Ritual mit den Fröschen, das haben wir uns auch schon angeguckt gehabt. Das hier ist, glaube ich, neu. Kann es hier aber nicht anklicken. Tobacco Plants Leaves are great for healing. Venom Bites. Was sind denn Venom? Glaube ich, irgendein Tier, oder? Venom. Scheiße, ich bin leider nicht gut in Englisch, sorry. Wenn es jemand weiß, was Venom ist, gerne in die Kommentare schreiben, was ein Venom ist. What else can they heal? Okay. I saw this plant on the north side of the camp. After climbing a rock, there are plenty of them. It's a good place to start. Venom, ist das vielleicht eine Schlange? Aber Schlange ist ja nicht schnell, ne? Gibt das vielleicht eine besondere Schlange? Oder? Ich weiß nicht, wenn jemand weiß, was Venom heißt, gerne in die Kommentare droppen, Leute. Das hatten wir uns gestern auch angeguckt, das ist das mit Gürteltieren. Ja, man gehört noch irgendwas Neues. Das liest wir uns auch mal durch. The Lost Tribe und Hunter, so. Der verschollene Stamm. Das hier ist Irland, ihr Erbe, so wie sie schon seit tausenden vor Jahren. Jeder, der herkommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Oft regen sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unsere ganze Plan hängt davon ab. Warum brauchen wir deren Hilfe? Aber das hatten wir, glaube ich, gestern uns schon angeguckt. Oh, sorry. Das ist doch nichts Neues. Haben wir hier noch irgendwas? Knödel? Aha, hier hat jemand was geschrieben. Was nicht so klar. Hier haben wir ein Aufnahmegerät. Okay, was haben wir denn? Recording number one. So, I'm on the expedition with my wife Mia. Hey Mia. Hey Mia, say hello. Oh, hello. Tent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species and Mia. Can you explain what you're gonna do? Well, I'm going to meet the Jabahuaca tomorrow. I'm worried, you know. Of course you are. But I'm ready, don't you think? I believe so. But it's still dangerous. I know, honey. Don't worry. Okay. That's all for now. It was... Mia? And Jake Higgins, day one. Oh, das ist schon irgendwie herzerwärmend. Wie viel Sorgen er sich macht und so. Oh, wir haben hier einen Proteinriegel. Nice. Haben hier noch eine neue Notiz? Was ist das denn hier? Liane der Seelen. Der Effekt psychedelischer Substanzen hält normalerweise mehrere Stunden an. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Psychedelischer Substanzen. Keine Ahnung. Auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn jemand weiß, was das bedeutet. Währenddessen erleben die Zeremonie-Teilnehmer eine spirituelle Offenbarung. Oh Gott, wieder irgendwas, was ich nicht aussprechen kann. Verzeiht mir, wenn ich das falsch ausspreche. Ayahuasca darf nur im Beisein eines Schamanes getrunken werden, der außerdem als Führer dient. Der außerdem als Führer dient. Das heißt also... Wenn Leute hinkommen, bieten die Einheimischen wohl einen Schaman an, der dann gleichzeitig auch der Führer ist, im Sinne von was zu erkunden, der die rumführt und sowas. Das ist ja cool. So, warte mal. Okay, also irgendwie... Das ist wohl irgendein Ritual oder sowas. So, wir sollen das Zelt nach etwas Nahrung durchsuchen. Wir haben vorhin einen Proteinriegel gefunden.
es noch einen Proteinriegel? Hier haben wir auch noch einen. Hier ist vielleicht noch irgendwo ein Proteinriegel. Auch nicht. Okay, gut. Achso. Haben wir schon gemacht. Okay, das Zelt haben wir geschafft. Okay, wie geht's weiter? Gleich rausgehen und hier auch nochmal noch was nach. Wir können auf jeden Fall nochmal eine Machete mitnehmen. Oha, hier Macheten einfach. Ach guck mal, das Holzschwert von gestern liegt hier auch noch. Das Lagerfeuer ist nur weg. Ah, warte mal. Wir sind ja Füchse alle, ne? Wir sind ja alle sehr, sehr schlau. Und, okay, das wollte ich nicht. Wahrscheinlich müssen wir was essen. So, Moment. Weil die hat ja gesagt, wir sollen vielleicht was essen. Moment, ich probiere es mal aus. Ich glaube, das war nämlich auch damals so. Ja, genau. Ich kann mich nämlich erinnern, an dieser Stelle, wo ich das mal angetestet habe, das Spiel, da habe ich auch irgendwie ganz überlegt, hey, was muss ich jetzt machen? What the fuck? Bin nicht weitergekommen. So, alles klar. So, jetzt sind wir gut ausgeruht und wohlgenährt. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected. Oh, sie ist schon im Dorf, okay. They don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Oha. Tapferes Mädchen. Das ermutigt ja. Nee, soll vorsichtig bitte sein. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. Okay. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Push. Schau dir das Korkbrett an. Oh, das haben wir doch vorhin schon gemacht. Ach, jetzt können wir das hier lesen. Okay. So, was ist jetzt ein Venom? Pflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren. Ganz vorzüglich. Aber was heilen sie noch? Ja, wie pflanzt erst. Ah! Venom heißt dann wahrscheinlich. Ist Venom im Obergriff für giftige Tiere im Englischen? Habe ich gerade was Neues gelernt? Ja, ne? Das erschließt mich mehr, oder noch? So. Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lindesreis entdeckt, nachdem ich einen Felsen hochgeklettert bin. Aber bin, habe ich ein ganzes Bild davon entdeckt. Ein Ausgangs. Okay. Dann müssen wir wohl jetzt in den Norden gehen und diese Tabakpflanze dann wohl. Provisorisch. Schon mal flippen. Passiert. Sowieso nicht verkehrt, sowas immer vorrat zu haben. Hier erstmal durchs Wasser durch. Immer aufpassen vor Blutegeln und sowas. Aber guckt das mal an, Leute. Ne? Ich finde, das ist so eine schöne Grafik. Das Spiel, so warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn dann von. Benutze das Maus, um die Option der Uhr anzupassen. 14 Uhr, 11. Januar. Zack. One ist hier. Ah, und da ist ja auch schon. Ich glaube, hier ist der Vorsprung, ne? Soll, glaube ich, hochklettern müssen. Ah, ich weiß, was gleich passiert. Aber ich spoiler nicht. Shit! Oh! Oh! Fuck me! Mia! I knew I was supposed to not call, but. A line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mio, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself.
So, halte C-Rückmaßangulationsrad auf so und will dann Körper untersuchen. Alles klar, machen wir. Das ist That's definitely not good. Dicke Wunde. Dicke Schürfwunde. Bein vielleicht noch aus. Später müssen wir uns ja auch übrigens richtig eklige Blutigel und sowas rausziehen. Also schon cool gemacht auf jeden Fall. So, dann müssen wir Mia nochmal anrufen. Bist du ein Kratzer? Genau, wir sind da super nett hier. It's alright. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Das ist übrigens komplett richtig. Ne? Das will ich auch nochmal hier nochmal am Rande erwähnen. Auch wenn ich immer in Thailand bin oder sowas. Wenn wir dann unterwegs sind oder so. So im Dschungel oder sowas. Yes, I do. Molinaria. Long, smooth, acute leaf. Surrounded by yellow flowers. That's it. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. Ja, was ich sagen wollte, es ist immer wichtig, immer alles dafür zu tun, dass man keine offenen Stellen hat. Weil das immer so eine Scheiße ist. Das kann sich immer infizieren und sowas. Man kann es nicht richtig sauber machen. Vor allem, wenn man draußen ist. Und bei uns in Thailand auch, was mich immer richtig abgefuckt ist, es gibt so eine richtig ekligen kleinen Fruchtfliegen. Die sind immer an den Wunden geflogen. Die sind an die Wunde rangeflogen und haben sich daran satt geleckt. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die davon ernähren oder keine Ahnung, aber die haben sich da immer an den Wunden geleckt. Und Alter, das war immer so behindert. Also ich habe dann so gesessen und wenn ich dann 30 Sekunden da irgendwie unachtsam war, habe ich richtig gesehen, wie da richtig Insekten waren und sich in den Wunden geleckt haben quasi. Ja, das war immer richtig. Ich hatte immer Paranoia, dass ich dann irgendwelche Krankheiten kriege oder sowas. Deswegen, wenn ihr irgendwann mal rausgeht oder sowas, ne, oder irgendwie auch mal so was weiß ich, Survival-Urlaub mit unterwegs seid oder sowas, oder mal in den Dschungel geht oder sowas, so ein Abenteuerurlaub oder keine Ahnung, was ihr da macht, gebt alles dafür, dass ihr keine offenen Wunden kriegt. Auch beim Laufen, sowas, Blasen und sowas, alles vermeiden. Super, super eklig. Wenn man offene Stellen hat. Und am besten, wenn man kann, immer sofort ein Pflaster drauf und alles und machen. So. So, wir müssen jetzt hier so ein Molinaria-Blatt finden. Daraus können wir dann wohl Verbände machen. Werte eignen sich ideal für einen Verband. Engelelement. Haben wir schon durchgelesen. Hier, Kratzerschramme. Ein Verband schützt die Wunde, sodass sie abheilen kann und findet Infektion. Okay. Alles klar. So, dann müssen wir jetzt so ein... Ach, guck mal, hier ist auch schon ein Teil. Müssen wir das hier mal beschreiben. Genau, ich glaube, das müssen wir so kaputt machen. So war das. So, jetzt haben wir so eine Molaria-Blätter. Und jetzt können wir, glaube ich, aus denen... Ja. So einen Verband herstellen. So, machen wir mal direkt 3 Stück. So. Müssen wir auch die Wunde verbinden? Wir gehen das nochmal. Ich glaube, wir müssen uns untersuchen. Genau. Oh, ich glaube, so ging. Erste noch nicht. Stellen. Ach nee, warte mal. Untersuchen. So war das. Und ich glaube, da müssen wir den Verband raufziehen, oder? Genau, so ging das. War jetzt ein bisschen länger her, wo ich das gespielt habe. Auch selbst. Und so. So, alles klar. Wir müssen jetzt wieder Mia jetzt anrufen. So, ich bin da. Ich bin ja da. Wunderbar. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Wie verrückt, aber nicht viel. Sind wir eine Memme oder nicht? Wir sind keine Memme, ne? Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing?
I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Oh, Jake, Tag 32. Please come in. Jake! I need you here. Jake, please. Nein. Please answer me. Mia? Oh. What happened? Mia, speak to me. Mia! Da war die Musik nicht gut. What's going on over there? Unser Herzstück, unser Herzblatt. Gibt's irgendwas Neues? Egal, wir haben keine Zeit, wir müssen direkt Mia finden. Auf geht's. Bis sie. Oh, eine Zwischensequenz. Hello? Jake, what the hell is going on there? Come on, speak to me, Jake! ¿Por qué no me respondes? Mia! Mia? God damn it, this radio. Oh shit. So, und jetzt fängt auch das richtige Spiel an. Ach du Kacke. So, wir haben einen neuen Tagebucheintrag und ja, alles klar. Oha. Jetzt sind wir hier mitten im Nirgendwo. Was haben wir denn im Inventar alles? Jetzt geht's los, der Kampf ums Überleben quasi. Wir antworten auch nicht mehr. Was ist da nur passiert? Die schien ja irgendwie in Gefahr zu sein. Hat um Hilfe gebeten. Aber jetzt brauchen wir erstmal hier irgendwie Hilfe in irgendeiner Form. Ja, meine Freunde. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was es mit Mia auf sich hat, mit unserer Freundin, und ob wir überhaupt überleben werden und was wir jetzt hier zu tun haben und wie es weitergeht, schaltet ein in die nächste Folge. Wir machen jetzt hier erstmal wieder einen Cut. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet, und hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Teil. Macht's gut, Freunde. Kuss und so. Bye, bye.